Du, schau mal, ja, und zwar ist das eine E-Mail von dem Anwalt von Herrn Dorn. Und da geht es um das Umgangsrecht. Und da wird er halt darauf hingewiesen, dass das Attestiermut, dass er clean ist, damit er halt das ja, Umgangsrecht mit diesem Kind hat. Und hier ist dann halt eine Dokumentation von seinem Arzt. Ist die erste Woche, die zweite. Unauffälliger körperlicher Untersuchungsbefund. Scheint clean zu sein. Und hier Abstinenz. schreibt er halt nochmal zurück. Genau, ich schreibe ihn noch mal bezüglich des Umgangsrechts für meine Tochter. Also, ist schon ein gutes Indiz, ne? Nehmen wir Okay, mit. das nehmen wir auf jeden Fall Ja. mit. Hast du noch was gefunden? Nee, sonst eigentlich nichts. Ist eigentlich negativ. Dann müssen wir drüben noch mal gucken. Lara, hier ist Sandra noch mal. Wir haben jetzt hier oben durchsucht und er scheint hier ganz offensichtlich zu schlafen. Und Chan hat im anderen Raum noch was Interessantes entdeckt, und zwar eine Akte. Er hat wohl einen Anwalt und bemüht sich um das Umgangsrecht. Und sein Anwalt hat ihm gesagt, er muss clean sein. Und das, so sieht es anscheinend auch aus. Ja, die Kollegen unten suchen noch. Ach, guck, So, der kommt ja gerade. Warte mal eben. Ich habe was Hast du was Interessantes gefunden? gefunden. Ein Reiseführer von Norwegen. Ja. Ne? Und dann hier ein Auszug aus einer Karte, die von Duisburg bis Oslo geht. Okay. Ne? Und Eine eine ausführliche Wegbeschreibung. Beschreibung. Eine Frauenhandschrift, denke ich. Ne? Lara, hast du es schon mitgehört? Nicht ganz. Also wir haben jetzt hier einen Reiseführer, wir haben eine Karte und eine ausführliche Wegbeschreibung. Also ich würde jetzt mal vermuten, dass er auf dem Weg nach Oslo ist mit seiner Tochter. Norwegen, Oslo. Ihr bringt ja alles mit, ne? Und das war's. Okay, alles klar, wir sehen uns dann. Danke, Sandra. Tschüss. Wissen Sie, was mit Norwegen anzufangen? Ja, mir fällt gerade alles aus dem Gesicht. Natürlich, ja, Norwegen, da hätte ich gleich drauf kommen können. Das ist eigentlich sein Lieblingsland. Da wollte er auch mit mir schon mal hin, als wir frisch zusammengekommen sind. Aber meinen Sie wirklich, er ist mit der Ella nach Norwegen gefahren? Also, insofern brauchen wir uns jetzt erstmal keine Gedanken zu machen. Der letzte Umsetzer war in diesem Bereich, ja. Okay. Das heißt, jetzt ist er maximal an der Stadtgrenze mit dem Auto. Fahndung laufen alle. Ja. Die Kollegen wissen alle Bescheid. Bundespolizei weiß Bescheid für Flughafen und Bahnhof. Mehr Genau. können wir erstmal nicht machen. Ja. Also die Landwege sind soweit überwacht. Haben Sie noch den Kinderausweis? Ja, den habe ich bei mir zu Hause in der Kommode. Da sehen Sie, dann ist ja schon mal insoweit geklärt, dass er vermutlich nicht fliegen wird. Das schafft er nicht. Und auch Bahnhof fällt eigentlich auch aus, die Züge. Da ist auch eine ständige Passkontrolle. Genau. Und ich würde sagen, ich sorge mal dafür, dass wir die Schwester finden, an die Stefanie Dorn. Okay? Genau, das würde ich auch Gut. mal befragen. Genau, Alles komme ich klar. gleich Gut, wieder. alles klar. Gleich. Neben den Maßnahmen zur Sicherung der Ausreisewege haben wir natürlich weiter vor Ort ermittelt und sind natürlich jeder Spur nachgegangen. Es war aber auch jetzt fraglich, ob die Schwester des Herrn Dorn vielleicht doch mehr wusste, vielleicht sogar von diesen Ausreiseplänen wusste. Dementsprechend habe ich mich dazu entschlossen, sie telefonisch zu kontaktieren. Das ist auch so geschehen. Und ich habe sie auf die Wache geladen. Frau Dorn, Grünberg ist mein Name. Hallo. Wissen Sie von den Auswanderungsplänen Ihres Bruders? Ach, mein Bruder will doch nicht nach Norwegen. Das war doch nur ein Kindheitstraum. Ach, das wissen Sie so. Ja, Nach natürlich. Norwegen. Ach, das wollte er schon als Kind. Sein Therapeut hatte ihm zu Erfolgserlebnis geraten. Mit der Reiseplanung hat er sich vor seinem Kummer gerettet. Wie tickt denn Ihr Ex? Für uns kann es möglicherweise wichtig sein, wenn wir wissen, wie Dennis sich so verhält. Ja, also grundsätzlich hätte ich nicht gedacht, dass er so abrutscht. Im Prinzip fing ja alles mit diesem Arbeitsunfall an. Er hatte vor 3 Jahren einen Unfall und hat sich sehr schwer an der Schulter verletzt. Da musste er mehrfach operiert werden. Und ja, dann hat er eben auch Schmerztabletten genommen und ist davon eben nicht mehr runtergekommen. Und dann ist er irgendwann nicht mehr zur Arbeit gegangen. Und davon habe ich natürlich auch erstmal nichts erfahren. Ich habe das erst gemerkt, als das ganze Konto schon längst überzogen war. Ja, das war ja nicht das Schlimmste eigentlich. Also das Allerschlimmste ist, dass er Ella auch, dass er seine Pflichten nicht wahrgenommen hat. Er hat immer wieder versprochen, er ändert sich und er sucht sich Hilfe und er bemüht sich, aber nichts ist passiert. Ganz im Gegenteil. Also da gab es eine Situation, die war richtig heftig. Also da. Was war das? Also da habe ich länger arbeiten müssen und er sollte auf Ella aufpassen. Und ich bin dann eben erst spät nach Hause gekommen und Ella war weg. Ich meine, das erste Mal, da war sie Gott sei Dank nur im Garten vom Nachbarn bei den Hasen. Ja. Aber
da war sie dann eben vor der Tür und dann kam da plötzlich dieser Raser an und wenn da nicht gerade noch der Nachbar mit seinem Hund Gassi gegangen wäre, dann, oh, ich darf da gar nicht, das... Ja, es ist ja Gott sei Dank gut gegangen, ja. Ich bin mir sicher, Sie wissen mehr. Nein, ich weiß nicht mehr. Es gibt ein Aufenthaltsbestimmungsgesetz. Dadurch wurde bestimmt, dass die Mutter definitiv über die Ella entscheiden darf. Und nicht ihr Bruder. Die Ina ist doch alles schuld. Mein Bruder ändert sich doch gerade. Er ist clean, hat einen Job als Lagerhelfer. Gut, er wohnt noch bei mir, aber er ist doch auf dem besten Weg, sein Leben wieder in den Griff zu bekommen. Es gab doch den Geburtstag vor 2 Tagen von Ella. Da hatte ihr Bruder auch dazu gesagt, dass er wohl doch das tun würde, was er sowieso von der Mutter des Kindes verboten bekäme. Was meinte er damit? Ich weiß es wirklich nicht. Ich kann Ihnen wirklich nicht helfen. Frau Dorn, wenn Sie wirklich mehr wissen als das, was Sie jetzt wirklich hier preisgeben, dann können Sie sich vielleicht auch strafbar machen, ne? Sie begünstigen Ihren Bruder, die Tochter vielleicht sogar zu entführen. Das wird alles noch geklärt, aber im Moment müssen wir die Kleine finden und wir brauchen dringend Ihre Hilfe. Ich bitte Sie darum. Wir waren zusammen bei Ellas Geburtstag und ich erinnere mich daran, dass Daniel vor Inas Tür geparkt hat. Er war natürlich ein bisschen nervös, klar, da habe ich ihm angeboten, dass ich mit reinkomme. Nee, Steffi, ich werde lieber alleine gehen. Okay, nimm ihr das Geschenk mit. Ella wird sich darüber total freuen. Das glaube ich auch. Viel Glück, du schaffst das schon. Danke. Hallo Ina. Nee, das ist jetzt echt nicht dein Ernst, oder? Heute ist doch Ellas Geburtstag. Was willst du hier? Hä? Ich wollte Ella das Stofftier geben. Das interessiert mich nicht, du kannst abhauen. Kannst du ihr das bitte geben? Nee, wieso sollte ich ihr das geben? Du hattest doch genug Möglichkeiten, irgendwie hier, dich als Vater aufzuspielen. Und was war? Ja, ich alles weiß. Andere war dir doch wichtiger, hä? Es tut mir auch leid, aber kann ach, ich ihr das tut bitte sie auf geben? Einmal leid. Ach Gott. Gib ihr das doch bitte. Wieso sollte ich ihr das geben, hm? Ina. Hä? Sei doch nicht so gemein. Gib wie, mir das ich bitte. Bin jetzt gemein? Du bist doch derjenige, der hier alles versaut hat. Hä? Stimmt alles. Gib ihr das bitte. Weißt du was, das interessiert mich ein Scheißdreck. Ina, warum machst du das denn? Nein, was? Hau einfach ab. Hau einfach ab. Ich hab die Schnauze so voll. Was ist denn passiert? Hast du auch gesehen? Heute ist Ellas Geburtstag. Oh, ich habe echt gedacht, sie lässt sich diesmal rein. Das ist ihr Geburtstag. Es tut mir so leid. Oh mein Gott, das schaffen wir auch noch irgendwie. Irgendwann muss sie dich zu Ella lassen. Ich habe Ella das letzte Mal vor meiner Klinik auf den Leit in Arm gehalten. Ich vermisse die kleine Prinzessin so sehr. Das reißt mir so das Herz. Ich kann das total verstehen. Ich verstehe das auch nicht, wie man so hart sein kann. Diese scheiß Tabletten, die haben mich nur zu diesen scheiß Ruinen gebracht. Das ist wohl das allerletzte. Das ist Ellas Geschenk. Das kann doch nicht ihr Ernst sein. Wie kann man nur so hart und unbarmherzig sein. Ich werde mit meinem Anwalt reden. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das schaffen wir. Irgendwie schaffen wir das. Du wirst die Ella irgendwann noch wiedersehen. Glaube mir, wirklich. Stephanie, wann denn? Das muss man sich mal vorstellen. Ina hat das Geschenk für Ella, ein Lammstoff, die in den Müll geschmissen, weil sie der Meinung war, Dennis hat das nicht gesehen. Der war am Boden zerstört. Einen Moment mal gerade. Dick, ich bin's. Ja, Lara? Ja, Geschenk. Werde ich sie gleich mal fragen. Alles klar, dank dir, ciao. Das war die Kollegin, die hat mit der Schwester von ihrem Ex gesprochen. Die sagte irgendwas, dass der Dorn an Ellas Geburtstag der Ella ein Geschenk vorbeibringen wollte. Sagt Ihnen das was? Ja, jetzt also, wo Sie das sagen, ich meine, tut mir leid, ich war wirklich ganz durcheinander. Da habe ich einfach vergessen, das zu erwähnen. Ja, er hatte ein Geschenk dabei.
Willst du mich eigentlich verarschen? Ich will dich nicht verarschen, du hattest doch genug Gelegenheit. Dann gebe ich das Geschenk, Ella. Jetzt ist Schluss, hau ab. Das ist mein gutes Recht. Ach, auf einmal. Vorher waren dir auch die Tabletten wichtiger. Oder? Ist doch so. Hör doch auf damit. Ich soll damit aufhören. Du haust jetzt ab. Lass unsere Tochter in Ruhe. Ina, tu mir einen Gefallen, denn übergib du das Geschenk, Ella, bitte. Jetzt verschwinde. Wie lange möchtest du mir Ella eigentlich noch vorenthalten? Ein Leben lang? Du bist doch selber schuld. Du wirst damit nicht durchkommen. Du wirst doch dein blaues Wunder erleben. Das werden wir ja sehen. Ich wollte ihn so aufgewühlt natürlich nicht zu ihr lassen und ich wollte nicht, dass er sie sieht. Wo ist denn das Geschenk? Ich hab's dann in die Mülltonne geschmissen. Frau Jülich, dann könnte das auch die Antwort von dem Herrn Dorn gewesen sein, dass wir ihn ausrichten sollen, dass das das allerletzte war von Ihnen. Ja, das kann möglich sein. Frau Dorn, Sie haben uns jetzt schon so viel erzählt. Und ich glaube, da gibt es noch was anderes, was Sie uns sagen möchten, oder? Wo ist die Ella? Wo ist Ihr Bruder? Sie haben da eine Verpflichtung. Sie können das nicht einfach so übergehen. Gibt's da was? Er hat mir vorhin ein Foto geschickt. Ach ja. Kommentarlos. Hier. Die Ella. Kommentarlos vor wenigen Minuten. Klar, ja? Kannst du nachschauen, da steht nichts. Sie hätten uns aber auch schon vorher weiterhelfen können, ne? Also ich meine, die ganze Zeit, das ist schon sehr wichtig gewesen. Das haben Sie vor kurzem bekommen. Es hätte uns natürlich weitergeholfen, ne? Okay, das darf ich natürlich mal kurz mitnehmen. Klar, natürlich. Hm? Okay, Tobi, dann würde ich sagen, ich bespreche mich noch mal mit meinem Kollegen und Sie überlegen mal vielleicht fällt Ihnen doch noch was ein. Nein, sonst weiß ich nichts, wirklich nicht. Stefanie Dorn hat wichtige Informationen nicht sofort an die Beamten weitergegeben. Ob sie deshalb eine Strafe erhält, bleibt abzuwarten. Schließlich hat sie nicht gelogen, sondern zeigte sich lediglich unkooperativ, um ihren Bruder zu schützen. Du hast recht mit dem Geschenk. Ihr ist es wieder eingefallen. Ihr Ex war tatsächlich da an dem Geburtstag und wollte Ella ein Geschenk geben, eine Karte. Mit einer Karte? Sie sagte mit einer Karte, ja. Jetzt frage ich mich aber, warum sagt hier die Stefanie Dorn zu mir, dass es um ein Stofftier ging? Ja, das wäre ihr aber aufgefallen. Ja, und wenn es diese Karte gibt, was stand denn auf dieser Karte? Ne? Und da muss man mal ganz ehrlich sagen, stand da was drauf, was uns jetzt hier zu dem Dennis führen würde und vor allem zu der Ella? Du meinst also, die Schwester würde ihren Bruder decken? Ja, auf alle Fälle, das schreit ja wirklich danach. Dann müssen wir einfach die Frau Jülich nochmal befragen. Und wo das Geschenk ist, ob es noch da ist und wie es aussah. Genau. So, Frau Jülich, wir hätten noch mal eine Frage an Sie. Ja. Nochmal auf das Geschenk zu kommen. Wie sah das Geschenk denn aus? Und die Karte, lag die drauf oder war die auf dem Geschenk festgeklebt? Nee, das war ein viereckiges Paket, ungefähr so groß. Und das Geschenkpapier war weiß mit irgendwas Bedrucktem drauf. Ich glaube, irgendwie ein Auto oder Sonnenblumen oder irgendwie so. Und die Karte lag lose drauf, ja. Und Sie haben das in die Mülltonne geworfen? Ja. Ist die Mülltonne denn schon geleert worden? Nee, die müsste erst morgen geleert werden. Ich ruf mal an. Die Spusi müsste die ja noch da sein. Die dürfte ja noch in ihrem Haus sein. Mhm. Hallo, die Lara Grünberg. Hallo. Ihr seid ja noch am Objekt, Jülich. Mhm. Könntet ihr mal bitte in die Mülltonnen schauen? Da müsste sich ein verpacktes Geschenk befinden. Weißes Papier, ja, mit etwas Bedrucktem drauf. Ja, machen wir. Das ganze Zeug vom Geburtstag da drin. Ganze Luftballon. Das nehmen wir mal raus. Den ganzen Müllsack. Das soll irgendein. Da ist es. Oh, guck mal, da. Noch verpacktes Geschenk mit einer Karte. Vielleicht ist da irgendwas drauf. Happy Birthday. Herzlichen Glückwunsch zu deinem 6. Geburtstag, meine liebe Ella. Dies ist ein Gutschein für einen Ausflug zum Bauernhof Feldbach. Wir können gucken, wie groß Lemmy inzwischen geworden ist. Küsschen, dein Papa. Ich meine, das könnte ein Hinweis sein, ne? Dass sie da jetzt vielleicht auch schon hin sind. Ne? So, die sich drum kümmern.